So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bloons Tower Defense 5. Relativ langweilige Mission, also keine wirklich interessant für uns. Beim letzten Mal hatten wir das Doppelkreuz gemacht. Hier gibt es auch was. Hier ist ein neuer Bloon. Pfeile prallen einfach von Dreadbloons harter Haut ab und nur die mächtigsten einfach mit Sprengstoffen können seinen dicken Panzer durchdringen. Besitzung und Feuerkraft, um diesen Riesen in die Schranke zu weisen. Besiege Dreadbloon, du gewinnst $75. Naja, da würde ich doch mal sagen, gehen wir das einfach mal an. Und gucken, was wir da mitnehmen können. Also Pfeile haben keine Wirkung, das heißt wahrscheinlich die hier. Sprengstoff, ne? Das ist kein Sprengstoff. Ja, Sniper wäre halt auch noch ganz praktisch. Würde wahrscheinlich einfach nur wenig Schaden machen, nicht gar keinen Schaden. Ich bin ja eigentlich dafür, die Wurfpfeile einfach mal zu testen, ob das funktioniert. Ich meine, ist ja auch Sprengstoff. Ich meine, mit dem Häuschen sind sie ja sprengstoffmäßig. Also muss man 75 Dollar. Eigentlich ist das überhaupt nicht wert, 75 lächerliche Dollar hier überhaupt zu spielen. Na, cool, so viel Geld. Ist ja cool. Guck mal, ich meine, es ist ja eigentlich Sprengstoff. Eigentlich ist es Sprengstoff, wenn sie platzen. Setzen wir hier noch einen hin, auf den stärksten natürlich. Schneller feuern. Ja, wenig Schaden, würde ich mal sagen. Ne? Oh oh. 440 Leben. Ja, ich denke, mit ihm komme ich da ganz gut zurecht. Ich muss halt wieder noch mehr hier hinsetzen, ja. Damit dann nicht so viele durchkommen. Aber wenn ein paar Dings durchkommen, ist ja kein Problem. Sollten nur nicht zu viele sein. So, machen wir hier mal welche. Was hat er da? Na, eine kleine Steinhaut. Interessant, die muss man erstmal wegkloppen, bevor man ihn weiter zerstören kann. Interesting, interesting. Gleich kommt auf jeden Fall 0,50, dann machst du schon mal ein bisschen mehr Schaden. Nee. Und wieder eine Steinhaut. Bei jedem Schädel kriegt er eine extra Steinhaut nochmal. Und natürlich kommen meine kleinen Pfeile ja auch noch mit dazu. Dann kriege ich hoffentlich genug Geld nach hier hinten, ne? Hier so ganz, ganz viel. Klick, 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 klick. Und wieder eine Steinhaut. Aber ja, die schmilzt relativ schnell. Nee, Destroyed. Naja, war jetzt auch nicht so schwierig, ne? 75 Dollar, eigentlich lohnt sich das dafür gar nicht, da die Zeit zu verschwenden, aber naja, was soll's, wa? Okay, letztes Mal doppelseitiges Doppelkreuz gemacht, das machen wir heute nicht mehr, jetzt heute machen wir ein paar zufällige Missionen. Wo verlaufen im Überfluss? Besteht erst in 40 Minuten, keine speziellen, aber nein, das sind alles schon so, okay. Ah, cool, das war super, dass ich die gleich schon aktiv habe. Dann machen wir die Mission mal ganz fix, würde ich sagen. weil eigentlich ist das schon. Eigentlich schon gewonnen, ja. Eigentlich ist das gleiche, was ich gerade gemacht hatte. Nur halt, dass es ein bisschen langsamer vorangeht. So, jetzt dürfen wir uns 40 Minuten ausruhen. Der kriegt es auf jeden Fall schon mal bis Runde 30 alleine hin. Das ist eigentlich kein Problem. Runde 40, das heißt, es kommen gar keine Mobs. Ja, eigentlich kann ich das so lassen. Mehr brauche ich eigentlich nicht mehr. Ich kann ihn vielleicht noch einen zweiten hinsetzen. Das war's dann aber auch. Eine relativ einfache Mission, aber die Missionen müssen gemacht werden. Oder ich möchte sie machen, ganz wichtig. Und dazu gehören halt auch so relativ leichte Missionen. Da gibt es später natürlich auch mal ein paar schwierigere Missionen. Aber selbst die haben wir bisher geschafft. Ja, leider kann man nicht so speeden. Also zwei doppelte. Ne, so doppelte Geschwindigkeit. Ja, könnte nur so vierfache oder achtfache Geschwindigkeit, wäre auch nicht schlecht. Warum nicht? Ja, wie geht's euch so? Alles gut? War euch auch so warm? Total heiß hier. Ja, was soll ich machen?
Kann auch nur dumm rumquatschen, wenn ich hier 40 Runden mit meinen Wurfpfeilaffen chillig rumspielen muss. So, nebenbei Kommentare beantworten. So, was haben wir hier Schönes? Zack, zack. 24 Runden müssen wir noch überleben. Yay. Nur Wurfpfeilaffen dürfen anlaufen. Okay, ist ja langweilig. Kann ich nicht sagen. Muss ich nicht auch was mit Nagelsperren platzen lassen? Ich habe die Mission jetzt nicht mehr so im Blick. Ah, ist auch nicht so schlimm. Huh. 19 Missionen. 19 Runden noch. Ich zähle die Runde, bis diese Mission vorbei ist. Ja, was soll ja schon großartig kommen, ne? Bis Runde 40. Eigentlich relativ einfach. Schon wieder 2000 Kohle, könnt ihr noch ein paar mehr hinsetzen. Gut, 10 Missionen nur noch, oder 10, warum soll ich immer Missionen? 10 Runden nur noch. Dann haben wir diese Mission abgeschlossen. Ja, ne, wir kommen nicht mal auf 10 Minuten in der Part. Vermutlich, je nachdem wie lange die 8 Runden noch dauern. Dann sogar noch ein kostenloser Affe. Etwas zu einfach mit dem Spezialhaus. Na, passt da bestimmt noch einer hin. Er kann sich ja irgendwo einer reinquetschen. Ah, doch nicht, anscheinend nicht. Ist ja schade. Tja, da muss das wohl reichen. 3, 6, 9 Wurfpfeilaffen. Die einfach mal alles zerstören. Easy going, da kommt keiner durch. 5 Runden nur noch. 4 Runden. Los, kommt. 3 Runden. Zwei. Alle aufgerüstet, wunderbar. Eine danach noch, dann ist Schluss. Dann haben wir auch diese Mission easy geschafft. $6.500. Da könnte ich theoretisch einen Super Affe Fanclub. Oh, das war schon. Siehste. Mission easy abgeschlossen. Ja, schön gewesen. Okay, meine lieben Freunde. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Wir haben noch 225 Missionen vor uns. Also mindestens noch 225 Folgen. Heftig. Und ja, machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Ciao.